Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video. Eine LED Motion Sensor Light, also eine Lampe mit Sensor. Da wurde ich angefragt, ob ich die gerne vorstellen wollen würde, und ja, das hat mir super ins Konzept gepasst. Das habe ich gesagt, auf jeden Fall will ich die, weil für die Küche. So. Wir haben hier einen. Ach, schade. Mini-USB. Kein USB-C. Schade. So, dann haben wir hier den Zettel vom Hersteller. Ja, da ist nicht viel zu beachten. Aber der ist auch alles in Englisch. Oh, die gibt es in verschiedenen Größen. 12 cm lang, 23,5, das ist die, die ich habe. 40 cm, nee, 40,5. 60,5 und 80 cm. Das ist ja geil. Ich glaube, da werde ich mir den selber auch nochmal eine holen. Oder 360er oder halt 280er, müssen wir mal gucken, wenn die Küche fertig ist. Weg. So. Ah, okay. Upsala. Wir können das festkleben. Ah, wir können so ja eine festschrauben. Wir haben hier eine Vertiefung für eine Schraube, also ein Loch. Und dann könnte man das also an die Wand schrauben. Und wenn das alles nicht hilft, gebe ich euch einen Tipp. Ich habe mir damals auf dem Baumarkt etwa für die Länge ein Klettband geholt. Für den Bau. Das hat Ober- und Unterseite Klebeband. Das klebt da dann hier auf die Lampe rauf. Macht den Streifen oben dann ab. Klebt das an den Schrank ran. Haltet kurzzeitig gedrückt und drückt das schön fest. Und dann lässt das 24, ohne was zu machen, 24 Stunden, damit der Kleber schön aushärtet, sich verbindet, alle drum und dran. Und dann picobello. Da kann ich jetzt bei mir, kann ich so abhebeln, ohne dass der Klebeband abgeht oder so. Und da hast du dann halt eben beide Seiten. Hier hast du nicht Klebeband. Klettband auf der anderen Seite am Schrank befestigt. Kannst du abruppen, da passiert gar nichts. Kannst jederzeit wieder ranmachen. Super. Die ist. Was ich ein bisschen enttäuschend finde, weil die kann man auch mit Strom betreiben, aber die ist halt auch, hat auch einen Akku drin. Also wenn wir sie über Strom betreiben wollen, ist der Kabel wirklich, ja, ich weiß, das heißt das Kabel, ist mir aber egal. Ist das ein bisschen kurz? Das kann man das auch, ja, das kann man auch abmachen. Was ist denn, wenn wir die beiden Seiten vertauschen? Ja, das geht auch. Aber hier dockt es ziemlich weit hinten an. Mit dem auch schon weiter vorne. Also könnte man sie dann festmachen. Und dann passt das. Aber nichtsdestotrotz. Wir haben hier einen Sensor. Knopf? Nee. Hier haben wir komplett Metall außenrum. Hier ist Plastik. Ah, da haben wir's. Da haben wir den Ein- und Ausschaltknopf und zum Laden. Wir haben Off, On und Auto. Auto. Mache ich einfach mal dunkel hier. Mal gucken, ob da was passiert. Entschuldigung, euch blendet es jetzt gerade.
So, ordne es einfach an. So, das ist on. Jetzt geht er. An. Na. Aus. Ich will mal gucken, ob es in der Höhe auch geht. Okay, das funktioniert. Das ist geil. Dann kann man das dann halt runterschrauben. Also ich mach mal so. Also in der Höhe, wie es dann eigentlich sein soll. Und leuchtet den Platz aber auch echt gut aus, muss ich sagen. Für so eine kleine Lampe. Für was habe ich hier? 23,5 cm. Wenn ich mir überlege, ich hätte eine 60er oder eine 80er. Holla de Waldfee. Ich finde es gut. Seht ihr das? Ich will euch jetzt nicht so direkt blenden wieder. Aber die ist wirklich, die macht das wirklich hell. Wie gesagt, da werde ich dann aber auch einen ersten Hardware-Check später machen können, wenn sie denn verbaut ist. Und ich muss da jetzt erstmal warten, bis ich meine Arbeitsplatte geliefert bekomme. Bis das hier so ein bisschen vorangeht. Vorher kann ich da leider erstmal nichts machen. Aber ich will ja sowieso ein Video machen, wenn die Küche komplett fertig ist. Und dann werdet ihr davon auch ein Video sehen. Vielleicht habe ich bis dahin ja doch noch eine bestellt. Kommt drauf an, aber ich glaube, bei meinem momentanen Kontostand glaube ich, dass eher weniger. Und Weihnachten kommt ja jetzt auch und Weihnachten geht davor. Deswegen werde ich wahrscheinlich da noch ein bisschen warten. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein. Ahoi, sagt euer Odin.